Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Minecraft Sommerland. Und natürlich ist der Tommy, wie ihr seht, auch wieder mit dabei. Aber immer noch in Geisterform natürlich. Ja, ein neues Let's Play, das hört sich fast so an, als würden wir hier ein neues Let's Play machen. Was habe ich gerade neues? Ja, du. Also eine neue Folge in einem alten Let's Play. Das so meinte ich natürlich. Ja, dann habe ich mich gerade falsch ausgedrückt. Ich meine natürlich eine neue Folge. Das ist jetzt keine neue Reihe. Nee, das wollte ich jetzt nicht sagen. Eine neue Brücke wird hier gebaut. Ihr seht hier genau. Die alte. Und der Tommy hat hier in der Aufnahmepause schon ein bisschen was vorbereitet. War sehr fleißig. Ja, wir haben das ja... Richtig jetzt gerade, um zu gucken, dass wir da vorne auch richtig ankommen. Alles schon vorbereitet für euch, dass es jetzt nicht so langweilig ist und wir direkt loslegen können. Und das Allerwichtigste habe ich ja vergessen, Tommy. Das Allerwichtigste habe ich gerade vergessen. Was ist heute für eine Folge? Was machen wir jetzt gleich? Ach so, ja. Stimmt, das habe ich ja auch schon wieder voll vergessen. Wir haben euch ja aufgerufen, uns Fragen zu stellen, die wir in Minecraft beantworten. Und das werden wir heute machen nebenbei immer wieder mal. Ich habe hier TweetDeck nebenbei offen, sehe eure ganzen Fragen. Ja, und da werden wir so nach und nach immer wieder mal ein paar beantworten. Ich würde auch sagen, wir... Willst du direkt anfangen mit einer? Ich fange direkt mit der ersten an, mit der ersten Frage, die ich stellen würde. Und zwar, gestellt an dich... Und an den Hashtag Alchi-Insel, besucht ihr irgendwann mal die Stadt Magdeburg für ein Fan-Treffen? Das ist eine Frage, die kann ich nicht hundertprozentig beantworten. Das können wir nicht hundertprozentig beantworten. Das kann natürlich passieren. Aber jetzt einen fixen Plan dafür, jetzt genau nach Magdeburg zu fahren, gibt es nicht. Aber wer weiß. Genau, also wir haben jetzt noch nichts Konkretes in Planung. Wir werden aber, also wenn sich alles weiter so entwickelt, wie es sich entwickelt, werden wir bestimmt irgendwann mal sowas wie eine kleine, also gehe ich mal von aus, kann aber auch sicherlich noch ein Jahr oder so dauern, also keine Panik kriegen. Wird jetzt nicht direkt nächste Woche passieren, aber wir werden sicherlich irgendwann sowas wie eine kleine Deutschland-Tour sicherlich mal machen. Und da werden wir im Zuge dieser Tour auch sicherlich natürlich ein paar Fan-Treffen machen. Und wenn das dann, werden wir auch sicherlich mal in der Nähe irgendwo von Magdeburg sein oder in Magdeburg selbst sogar sein, wer weiß. Wer weiß, genau. So, wer hat denn die Frage gestellt? Das war die Lisa, Ed Klein Adi. Genau, Ed Klein Adi. So, nebenbei, Multitasking-Fähigkeit ist ja nicht so doll, das kennt ihr schon. Deswegen nimmt der Domi auch auf heute. Ihr seht, Domis Sicht, der kriegt das bestimmt besser hin. Ja, wer weiß. Und Klein Adi hat auch noch eine andere Frage gestellt. Die können wir jetzt auch gerade ganz schnell noch machen. Nämlich, seid ihr in Köln bei den Video Days? Und da kann man eigentlich ganz kurz zu sagen, da die wahrscheinlich ja wieder zur selben Zeit liegen wie die Gamescom, werden wir uns natürlich wieder entscheiden müssen, wo wir hingehen. Und da liegt uns die Gamescom mehr am Herzen. Ja, vor allen Dingen, da sie auch günstiger ist für euch eigentlich. Und daher ist es da auch etwas gemütlicher und man kann sich auch wirklich mal irgendwie etwas zivilisierter treffen als auf dem Videoday. Da wäre das ja dann immer mit Autogrammstunden und so. Und auf der Gamescom, da trifft man sich einfach und quatscht eine Runde. Das finden wir irgendwie ein bisschen cooler. Genau, das ist einfach ein bisschen cooler. Aus. Okay. So, ich muss gerade gucken, wir müssen jetzt, ach so, das muss jetzt hier so bleiben, okay. Okay, die nächste Frage kommt von Fufu. At Fufu Keks. Und zwar, was war das seltsamste Fangeschenk bis jetzt? Was denn eigentlich mit dem Far Cry Let's Play? Und es tut mir leid, warum stinkt Tommy so sehr? das ist ja schon ein Klassiker bei der Fufu. Ja, das bringt die ja immer wieder mal. Das ist ein Klassiker bei uns. Warum ich so stinke, das ist eigentlich eine Frage, das kann die Fufu, glaube ich, am besten selbst beantworten, denn sie hat das ja auch mehr oder weniger ins Leben gerufen. Ja. Okay. Zum Far Cry Let's Play. Ich weiß ja nicht, ob jeder Bescheid weiß. Far Cry Let's Play. Ich wollte das eigentlich immer mal weitermachen. ist dann aber so ein bisschen eingeschlafen und nehmt es mir nicht übel, ich habe es dann irgendwann privat weitergespielt und habe es nicht mehr aufgenommen. Oh nein, Tommy. Aber wir können vielleicht nochmal einen kleinen Stream dazu. Es gibt auf jeden Fall noch ein paar Sachen, die man, glaube ich, mal zeigen kann oder wo man mal ein bisschen ausrasten zu kann. Ja, die gibt es ja, glaube ich, gar nicht mal selten. Also vielleicht machen wir das nochmal. So viel auf jeden Fall zum Far Cry Let's Play. Was war der dritte Teil der Frage nochmal?
Der dritte Teil der Frage war, warum stinkt Tommy so sehr? Ach so. Aber das, der erste Teil der Frage war, was war... Sorry, den ich nochmal wiederholen musste. Was war das seltsamste Fangeschenk bis jetzt? Frag Kuchen. Also bei mir war es auf jeden Fall der Candy String, ganz klar. Der Candy String, ja. Ich muss sagen, das hätte ich jetzt auch tatsächlich gesagt. Das war auch das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist, weil das ist einfach auch mir im Gedächtnis geblieben. Es war echt auf jeden Fall crazy, das Geschenk. Und was ich auch... Aber ich glaube, das ändert sich ab nächster Woche an der RPC. Da gibt es neue, glaube ich. Ich habe da schon was gesehen gestern in dem Geburtstagsvideo. Also wir machen ja gerade eine Session. Nicht wundern, wenn die Folge jetzt dann schon nächste Woche erst irgendwann kommt oder so. Ja, auf jeden Fall habe ich da was gesehen. Das wird, glaube ich, auch ganz spaßig. Da bin ich ja mal gespannt. Aber sonst was seltsam? Was mit Einhorn zu tun? Mit Einhorn? Okay. Ja, ich weiß nicht, sonst seltsame Fangeschenke oder Community-Geschenke ist irgendwie... eigentlich sind auch viele ziemlich cool, muss ich sagen. Also über die meisten freut man sich wirklich mehr, als dass man sie seltsam findet, muss ich ehrlich sagen. Eigentlich ist auch jetzt dieses... klar, es ist seltsam, dieser Candy String, aber ich muss sagen, ich habe es auch ein bisschen gefeiert. Also. Nee, das ist ja auch auf einem Gag raus entstanden. Also ich habe das auch gefeiert, auf jeden Fall. Es war einfach eine lustige Aktion. Vor allen Dingen, als ich dieses Paket aufgemacht habe, ey, als ich es war echt crazy. So, ich muss mal gerade ein bisschen weiter hochscrollen hier in meiner Liste. Okay. Der Indiana Jones at IndieJ95 hat zum Beispiel gefragt, mögt ihr Nudelsalat? Eine ganz wichtige Frage, Hashtag. Das ist eine wichtige Frage, weil es mögen ja nicht alle, beziehungsweise da gibt es ja auch so zwei Gruppen, die da verschiedene Ansichten verfechten. Echt? Es gibt, ja, es gibt einmal den Salat, also den Kartoffelsalat mit Mayonnaise. Ach so. Und einmal mit Brühe. Das sind diese zwei Macharten und die schmecken beide super lecker. Ja, ja, Brühe, genau, also auf Brühebasis. Ist dann ein bisschen, also ist ja nicht ganz so fett und hat tatsächlich auch nicht weniger Geschmack, weil Brühe ja auch ziemlich salzig ist. Und der Mayonnaise da eigentlich auch nichts nachsteht. Ich finde persönlich, sage ich das zumindest, also ich persönlich finde das ziemlich lecker. Ich weiß nicht, ob du da überhaupt eine Meinung zu hast. Also ich weiß nicht, ich finde die Nudelsalate mit Mayo meistens geiler, muss ich irgendwie sagen. Ja? Also ich habe auch schon andere gegessen. Das habe ich schon gehört. Es gibt, wie gesagt, es gibt da zwei Gruppen und das ist unterschiedlich. Jeder mag da das Gleiche. Was ja auch gut so ist. Auf was stehst du mehr jetzt? So ganz spontan, wenn du dir jetzt Nudelsalat machen würdest, welchen würdest du dir machen? Ich glaube echt eher mit Brühe würde ich machen. Eher mit Brühe? Ekelhaft. Ekelhaft. Waren das 5 hier? Ja, warte, ich kontrolliere dich gerade mal kurz. Es waren auf jeden Fall 5. Ich hoffe es für dich. Komme jetzt nicht so. So, wir sind auch gleich, glaube ich, am Minimum angekommen. Gleich wieder nach oben bauen, Domi. Ich würde sagen, das hier ist das Minimum. Ja, ich mache gerade noch die Diagen weg, warte. Beziehungsweise, wir müssen schon noch weiter nach unten bauen von hier aus, aber... Ah ne, wir müssen weiter nach unten bauen. Machen wir es. Also hier noch die dran und dann wieder hoch. Ja, wieder hoch geht halt nicht, weil sonst sind wir viel zu hoch am Turm am Ende. Wir müssen eigentlich konstant runter. Nach unten. Ja. Ja, wir müssen noch weiter nach unten und dann halt erst zum Schluss weiter hoch. Wir hätten vielleicht doch schon ein bisschen früher weiter runter gemusst, ne? Vielleicht hätten wir sie nur 4 breit machen sollen. 4 lang machen sollen, meine ich. Ja, wir können ja jetzt ein bisschen steiler nach unten gehen. Ab jetzt plötzlich? Ja. Also jetzt 4 anstatt 5. Dann war 4 bringt auch nicht mehr, eher 3. Weil das ist zu krass. Dann machen wir erstmal 4 und dann, also 3 Vierer und dann gehe ich über einen Dreier rein. Ja. Problem ist halt, dass wir hier diese Brücke ja noch hatten und deshalb, jetzt hab ich Bock, glaube ich. Was? Hier, ich habe gerade ein bisschen was verbockt. Ausmerzen. Okay, dann haben wir als nächstes Gänseblume. Gänseblume hat gefragt. Nee, da war noch einer davor. Ha!
Was denn? Ich sehe keine davon. Von der Edkiserei war noch eine davor. Hashtag Eicheinsel. Wie war denn der Umzug? Sehr anstrengend. Nee, das war später. Also zumindest wird es bei mir später angezeigt. Aber okay. Ah, okay. Ja, das, da musst du drauf antworten. Eigentlich, es war schon ein bisschen anstrengend zwischendurch, muss ich ganz ehrlich eingestehen. Ist aber ja jetzt größtenteils fertig. Ich muss noch ein paar Kleinigkeiten ausräumen. Aber soweit, wie gesagt, erledigt. Und damit bin ich jetzt eigentlich auch ganz, bin ich auch ganz froh drüber. Ist das auch alles eingekauft? Also alle Schränke, alles? Und so? Ja, es ist jetzt alles am Start, was gebraucht wird. Repien. Ja, so, ja, okay. Und jetzt kommt die Frage von Blume. Ja, genau. Ich lese nochmal schnell vor. Wann kommt, es überschneidet sich, Far Cry 4 wieder? Können wir eigentlich auslassen, hatten wir schon gesagt. Warum kamen die Tage nichts mehr auf Slam Massive und bekomme ich einen Gänseblümchengarten am Baum? Ja, die Tage also, auf Slam Massive, das tut uns sehr leid. Da sind wir ein bisschen in Zeitnot geraten und hatten auch natürlich mal wieder ein paar technische Schwierigkeiten. Deswegen kam es da ein bisschen zu Komplikationen, auch weil natürlich auf dem anderen Kanal auch Sachen kommen sollen. Und dann natürlich auch ja der Free-Track wieder wartet und ja, viel zu tun ist. Ja, auf jeden Fall. Und auch wegen dem Umzug, der kam auch ein bisschen hinzu, weil ich in der Zeit ein paar Tage also nicht wirklich gutes Internet hatte und keine Folgen rendern konnte. Und ich bin ja auch immer noch gerade über meinem Nachbar hier. Ja, ich habe auch gehört, du hast heute schon deine Network-Anbindung geändert, weil irgendwas nicht ging, ne? Ja, der hatte heute selbst irgendwie ein bisschen Probleme. Da musste noch mal ein anderer Nachbar herhalten. So, jetzt hast du hier auf Dreier geswitcht, ne? Genau. Sind wir gerade so? Lass mal kurz gucken. Wir müssen noch ein bisschen weiter runter. Am Schluss wieder einen kleinen Tacken hoch. Ja, das passt. Ging das irgendwie hin. Okay. So, ich muss wieder hochscrollen. Wann seid ihr denn mal wieder auf dem TS, hat die Blume auch gefragt, sehe ich hier gerade. Oh, das habe ich noch nicht gesehen. Ja. Also ich werde bestimmt am Wochenende mal wieder da sein. Also jetzt, beziehungsweise das nützt natürlich nichts, weil die Folge für euch zu spät kommt. Also ich war am letzten Wochenende auf jeden Fall auf dem TS. Domi, wir beide müssen eigentlich uns mal wieder zusammenfinden und auch mal zusammen mal wieder auf dem TS gehen. Ja, ich glaube, das könnte man einfach in der Woche danach vielleicht mal machen. Also ja, gerne. Quasi auf jeden jetzt Fall. In der Woche nach der, wo jetzt die Folge kommt. Gerade. Genau. Das wäre doch mal eine Maßnahme. Würde ich auch sagen. Ja, zwei. Ey. Ja, sorry. Das ist halt, versuch mal. Sau. Okay. Oh, oh, wir müssen weiter runter. Kommt immer näher. Ah, dann hängt die halt nicht durch. Die hängt nicht durch. Brücke, die nicht durchhängt. Bei anderen Sachen ist durchhängen nicht gut, aber bei einer Brücke auf jeden Fall. Das kann voll Kacke, Mann. Wir müssen eigentlich früher weiter runter. Ich hab's ja gesagt, aber du meintest, nee, machen wir jetzt so. Und jetzt haben wir den Salat. Ja, alles ab. Alles zurück. Nee, auf gar keinen Fall jetzt alles abreißen. Doch. Wir müssen ja weiter zurück, es geht gar nicht anders. Warte mal ab, wir müssen das mal kurz aus der Ferne angucken. Das geht nicht. Doch, das sieht cool aus. Und weißt du, wie wir das lösen, das Problem? Ich hab eine super Idee, wie wir das lösen. Und zwar bauen wir jetzt, Ast hier oben oder was? Und hängen die Brücke an den Ast. Wir hängen die Brücke auf jeden Fall wo dran. Also entweder bauen wir noch Pfeiler hin, also wie halt Golden Gate Bridge mäßig, so große Seile halt, einfach aus Zaun. So schräg hochgebaut, wie das halten. Oder halt, ja genau, das gleiche mit nach oben einem Ast vielleicht. Das fände ich ziemlich cool. Dann hat die nämlich auch ihre Berechtigung. Ja, man könnte halt hier vom Mutterbaum einen langen Ast nach hier links rüber machen und von dem Ast aus hängt man diese Brücke noch dran. Zum Beispiel. Wäre eine Möglichkeit. Ja, wir können das ja erstmal machen. Boah, da gehst du aber ganz schön lange auf einer Höhe. Ja, aber wir sind hier schon auf der richtigen Höhe. Dann können wir es ja noch ein bisschen durchhängen lassen. Nee, noch einen tiefer müssen wir. So.
Dann noch ein bisschen durchhängen lassen. Oder? Was meinst du? Ja, ein kleines bisschen. Dann gehe ich jetzt aber hier wieder auf Vierer, weil da macht das Sinn. Dann wird hier, da wo die Dreier sind, greifen dann die Seile an quasi. Da wird sie hochgehalten. Ja, das ist schon ziemlich weit weg. Ich würde das gar nicht so weit machen. Ich würde das wirklich nur in der Mitte der Brücke so ein paar Seile spannen. Quasi auf Höhe des Baums hier. Ja, guck mal, oder wir machen halt das Zentrum quasi und dann gehen ein paar Seile nach links und ein paar Seile nach rechts von dem Ast. Ja, das geht ja auch, oder? So würde ich machen. Weil der Ast, guck mal hier von den Dreiern, die sind jetzt hier. Wenn jetzt hier was ansetzt, Richtung Ast hoch, das ist noch nicht so steif, dass hier noch einer kommt. Ja, machen wir gleich. Das geht schon. Das passt schon. Aber ich würde jetzt hier trotzdem nochmal eine nach unten gehen und nochmal eine nach oben dann. Ja. Ganz am Ende nochmal eine hoch quasi. So, und dann gibt es hier noch eine Frage von der Tasty Peppermint. Ja. Wieder lautet. So. Habt ihr etwas, was ihr in eurem Leben unbedingt machen wollt? Sowas wie Fallschirmspringen oder irgendein besonderes Land besuchen oder so? Oh, einiges. Also Fallschirmspringen ist tatsächlich bei mir dabei. Ich habe dann nämlich noch so einen Gutschein, den ich noch einlösen muss. Da freue ich mich auch ziemlich drauf. Wird auf jeden Fall crazy, aber Fallschirmspringen ist für mich auf jeden Fall gar nichts. Für dich ist es raus, ne? Ja, also ich hätte schon mal Bock irgendwie drauf, das zu erleben, so, aber ich glaube, ich kriege da einfach einen Herzkasper, wenn ich das mache. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich weiß ja noch, wie das da auf dem Stratosphere Tower war mit dir. Ja, ich glaube, ich würde halt wirklich einfach so bewusstlos werden und dann würde ich nicht landen können oder irgendwie, keine Ahnung. Wäre auf jeden Fall nicht so krass. Aber ich glaube, das Gefühl ist schon mega krass von so einem Trip, also von so einem Sprung. Ja, auf jeden Fall, das glaube ich auch. Also genauso deswegen ist auch leider Bungee-Jumping für mich raus. Auch das würde ich eigentlich gerne machen, aber ich glaube, das traue ich mich nicht. Das traust du dich nicht? Aber das geht doch eigentlich noch, das ist doch nicht so hoch. Ja, aber dann, da fällst du ja voll auf den Boden zu. Ich glaube, da kriege ich dann den kompletten Ausraster. Okay, das war auch nicht. Also ich weiß es nicht. Für mich kommen auf jeden Fall, da muss ich auf den zweiten Punkt von der Tasty eigentlich mehr ansprechen. Für mich kommen die Reisen eigentlich mehr in Frage. Ich würde mir auf jeden Fall echt noch sehr, sehr viele Sachen eigentlich gerne anschauen. Aber was genau ist auch, also wie gesagt, in Chile habe ich ja, glaube ich, sogar schon mal gesagt, dass ich da gerne hinreisen würde, mir das mal anschauen würde. Was, glaube ich, mega cool dort ist. Und ansonsten, ich überlege gerade. Generell Südamerika gibt es ein paar interessante Orte. Ich würde mir auch wirklich gerne mal die ganzen Maya-Sachen anschauen und so. Ja, stimmt. Das wär, oder die ganzen von den Azteken und sonst wie. Also da gibt es sehr, sehr viele coole Ecken. Und wo ich auch noch gar nicht war, ist halt irgendwie mal in Ägypten. Also ich habe noch nie jetzt wirklich live mir mal eine richtig krasse Pyramide oder so angeschaut. Also das würde mich auch mal interessieren. Und in Asien war ich auch noch nie. Also da gibt es auch noch viele Orte. Also reisemäßig gibt es auf jeden Fall noch sehr viele Ziele, die man sich mal anschauen könnte. Gut, Australien und Costa Rica kommen jetzt irgendwie neuerdings auch dazu. Also von daher, es wird immer mehr. Ja, also ich glaube, ich würde eigentlich bei allem, was du gesagt hast, auch einfach beipflichten. Auf jeden Fall alles auch super gern sehen. Das stimmt. Und auch da natürlich, wo der Flo jetzt war, Australien war ich auch noch nicht. Wobei ich persönlich ein bisschen mehr so der Neuseeland-Typ bin, glaube ich. Ja, das meine ich, aber die Ecke da unten, ja. Neuseeland würde ich auch gerne sehen. Ja, das wäre schon, mal nicht verkehrt. Oh, es wird hell. Boah, was ist hier passiert? Ja, ich habe aus Versehen einen Glowstone gesetzt. So, und jetzt lassen wir noch ein bisschen nach unten gehen mit dem Stamm. Unten? Also mit dem Ast, der geht so ein bisschen nach unten. Ein paar Querläufer dran. So, und dann gibt es gleich noch eine weitere Frage. Moment. Ja, warte, ich kann mich übernehmen.
bin ich jetzt im Fernsehen? nee, du bist hier auf YouTube tatsächlich. Ja, ein kleiner Spaß. Was war euer verrücktester Traum? Fragt Safi 89. Auf Safi 89. Was ist, was unser verrücktester Traum war? Genau, was war unser verrücktester Traum? Boah. Also ich finde die Träume eigentlich immer am verrücktesten, wo man tatsächlich fliegen kann. Die flashen mich immer am meisten, weil da will ich immer. Weiß ich nicht. Da muss ich dir ganz ehrlich zustimmen. Das ist wirklich das Geilste. Vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber manchmal kann man die Träume ja so ein bisschen steuern, finde ich. Ja, genau. Also das können nicht alle. Aber wenn man das hinkriegt und wenn man das kann, dann macht Fliegen noch umso mehr Bock, weil man dann halt wirklich quasi wie in so einem, ja, eigentlich schon fast wie in einem Computerspiel quasi eigentlich so rumfliegen kann oder gewisse Sachen beeinflussen kann im Traum. Das ist halt schon mega geil. Jetzt so konkret irgendwas total crazyhaftes. Ich weiß, dass ich schon so Sachen geträumt habe, aber ich habe es meistens dann direkt wieder, also ist ja auch, wundert euch jetzt wahrscheinlich nicht, aber wieder vergessen, irgendwelche verrückten Stories. Ja klar, ich meine, es geht ja auch schnell, ne? Also, aber zum Albträumen so generell kann ich eigentlich sagen, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Tommy, es würde mich eigentlich mal interessieren. Ja. Ich habe eigentlich immer nur so, ich weiß nicht, so ein Katalog aus ein, zwei Albträumen. Und okay. Träume ich, wenn ich Albträume habe, träume ich immer wieder dieselben. Ja, ich habe auch so zwei, glaube ich. So zwei Albträume, aber die werden auch durchmixt von ein paar anderen, die dann immer nochmal neu dazukommen. Aber so oft habe ich jetzt auch gar nicht Albträume. Nee, ich auch nicht. Das kommt wirklich nicht so oft vor, aber wenn es mal vorkommt, ist es meistens krass. Das sieht richtig aus. Wieso schnetzelst du dann alle Leute ab oder was passiert? Meistens passiert mir immer irgendwas. Also meistens mache ich nichts Böses, dann mir wird irgendwas Böses getan oder so. Das ist eigentlich meistens so der Fall. Okay. So, naja gut, da kann jetzt ja vielleicht irgendwelche Traumdeuter unter euch können da jetzt ja mal was draus lesen. Bin ich mal gespannt. Ja, genau. Vielleicht weiß ja irgendwer Bescheid. Hat er Ahnung. So, ich gucke hier auch nochmal. Boah, das ist auch eine richtig krasse Frage von der guten Rose oder Rose. Ich weiß nicht, wie ich es gerade aussprechen soll. @MissRoseline oder Roseline oder so, keine Ahnung. Traumleben oder gut bezahlten Job machen? @Hashtag. Das ist natürlich eine krasse Frage. Also Traumleben ist eigentlich besser, weil wenn du deinen Traum lebst, dann weiß ich nicht. Also wenn du deinen Traum lebst, dann ist es ja eigentlich auch so erfolgreich, so, dass du ihn leben kannst, sonst würdest du ihn ja nicht leben. Also würde ich lieber das machen, als einen Job zu haben, weil das ist ja wahrscheinlich, wenn ich damit zufrieden bin, wenn das mein Traum ist, dann ist das doch cool. Weißt du? Also da kann ich dir eigentlich recht geben. Ich würde auch eher, wenn ich die Wahl jetzt zwischen den beiden hätte, auf jeden Fall natürlich den Traum leben. Die Frage ist natürlich immer irgendwie so. Klar, manchmal vielleicht ein bisschen idealistisch und vielleicht geht es auch nicht immer. Und nicht jeder kann das unbedingt immer, aber. Nee, aber was finde ich halt. Die Möglichkeit dafür. Auf jeden Fall, aber was halt auf jeden Fall finde ich für den Traum spricht, ist, dass das eine Sache sein wird, die dir auf jeden Fall wirklich Spaß machen wird. Und wenn Spaß daran hast, dann hast du auch einen ganz anderen Antrieb, an Sachen heranzugehen oder Sachen irgendwie zu machen. Deshalb ist es in erster Linie eigentlich immer besser, sich schon auch selbst wenn es ein gut bezahlter Job wird, sich was zu suchen, wo man auf jeden Fall Spaß dran hat. Also natürlich gibt es auch immer im Job mal wieder Zeiten, wo man vielleicht gerade gestresst ist oder irgendwie weniger Spaß dran hat, aber generell sollte das schon eine Sache sein, ja, mit der man sich eben so ein bisschen identifizieren kann. Sollte da nicht in erster Linie nach dem Geld gucken, glaube ich. Ja, das ist richtig, glaube ich. Weil da macht man sich selbst, glaube ich, manchmal eher ein bisschen unglücklich mit. Selbst wenn es dann finanziell vielleicht stimmt. So, gut, ich glaube, damit haben wir die Fragen für die Rose beantwortet. Ich bin jetzt hier gerade schon an dem Querstreben, an den Seilen quasi. Ja, das gucke ich mir gerade mal an. Ja, ich habe mir überlegt, ob wir nicht einen kompletten Ring noch drumherum aus Holz machen. Was meinst du mit Ring um den Baum? Oh. Ja. Ja, das wär cool aus. Das wäre dann so, mach das mal. Halte das mal vor. Ich schon mal die nächste Frage vor. Hä?
Nächste Frage. Ja. Wann kommt Kronk? Hashtag Cover. Ah, das verstehe ich auch nicht. Das verstehe ich jetzt nicht. Klär uns auf, ne? Wenn wir die Frage verstanden haben, beantworten wir sie gerne. Okay, Coco, @1coco_g schreibt, warum läuft die Nase, während die Füße riechen? Hashtag philosophisch, wissenschaftlich. Okay, sorry. Ja, ich weiß nicht, ob das immer, um jetzt ganz philosophisch und Fachsprache und so und Fachmedizin zu nutzen, mal so ist, meinst du? Also die Nase muss laufen, wenn die weiß, oder ist das, wie ist die Nase jetzt, läuft, wenn die Füße triefen. Ist das eine Koinzidenz, die öfter auftritt? Der Finkenberger haut da hier was raus. Ja, ich weiß nicht, ist das normal? Also, das. Weiß es nicht. Oder ist das jetzt wieder ein Insider, den ich einfach gerade nicht verstehe? Das kann natürlich auch sein. Das passiert auch mal. Kommt mal vor. Also ich kenne den auf jeden Fall auch nicht. Aber ich würde jetzt sagen, wenn die Füße, wenn die Nase trieft. Warum läuft die Nase, während die Füße riechen? Ja. Also, das können wir mal umdrehen. Warum riecht die Nase, während die Füße laufen? Das würde natürlich mehr Sinn machen. Weil mit den Füßen läuft man und die Nase kann natürlich auch mal laufen. Vielleicht ist es ein Wortspiel. Ich glaube, ich habe das bisher gelöst. Könnte was dran sein. Könnte wirklich was dran sein. Scheiße, irgendwas okay. Habe ich hier verbockt. Gemblume hat noch eine andere Frage gestellt. Danach kommt auch mal wieder jemand anders dran, aber ich mache jetzt so ungefähr in der Reihenfolge, die ich habe. Würdet ihr, wenn ihr zufällig einen aus der Community sehen würdet, hingehen und Hallo sagen, also den wir schon etwas besser kennen? Also wenn ich den jetzt sehe und gerade nicht irgendwie im Stress bin oder so, klar. Kann schon mal Hallo sagen. Ja, also dem kann ich mich auch nur anschließen. Wie gesagt, natürlich ist man manchmal irgendwie gerade im Stress, dann hat man vielleicht gerade nicht mega viel Zeit zum Quatschen oder so, aber wie gesagt, man würde sich auf... Ey, ganz kurz, Tommy, was brauchst du denn hier gerade? Ich höre dich übrigens gerade nicht, falls du was sagst. Wieso, hörst du mich denn nicht? Ah, doch, jetzt hörst du mich. Jetzt höre ich mich, ich dachte gerade, du wärst irgendwie weggegangen. Nee, ich habe hier so einen kleinen Ring drumherum gebaut. Ach, das meintest du mit Ring? Ja. Das habe ich erst verstanden. Ja, soll ich dann überhaupt das, was ich da jetzt hier gebaut habe, dahin bauen? Ja, machen wir trotzdem. Wir machen jetzt trotzdem eine nach links und eine nach rechts. Ja, jeweils sagen, von diesen zwei. Ich würde sagen sogar zwei. Nee, eine reicht, denke ich. Sieht mehr nach so einer Brückenkonstruktion aus. Jetzt mal erstmal den einen fertig. Wir sind auch schon wieder ein bisschen dabei, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich überlege gerade noch, ob ich den Ring nicht auch unten abstütze. Hier auf den Baum abgestützt. Boah. Komm, hier Sound. Bleib. Oh Mann, das scheiß Wetter, ey. Was ist mit diesem Wetter hier los auf der Eicheinsel? Oft hier regnet, ey. Sehr, sehr wechselhaft. Ultra wechselhaft. Sieht es doch ganz nice aus. Ja, ich finde es auch okay so. Hey. So, dann Indianer Jonas @indie95 hat gefragt, wart ihr gerne in der Schule und wart ihr da eher beliebt oder etwas ausgestellt? Ja, ich hatte da so verschiedene Phasen in der Schule. Also es war unterschiedlich. Ich habe mich mal wohler und mal nicht so wohl gefühlt. Aber letztendlich dann in der Oberstufe war alles cool. Alles kein Problem. War ich auch gerne. Ich weiß nicht. Jetzt von sich selber zu sagen, ich war beliebt. Keine Ahnung. Das ist so. Hier würde ich jetzt nicht sagen, wir waren ganz normal, aber wir waren auf jeden Fall keine Außenseiter. So. Genau, also wir hatten alle unseren Freundeskreis.
Haben viel unternommen, war cool. Ja, und an für sich würde ich jetzt eigentlich, also ich meine, während der Schulzeit, wenn man mich da gefragt hätte, hätte ich gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf Schule. Wenn man mich jetzt fragen würde, muss ich schon ein Stück weit sagen, dass die Schulzeit eigentlich schon eine sehr, sehr coole Zeit war und dass man eigentlich die genießen sollte und auch froh sein sollte, dass man sie hat. Denn wie es so schön heißt, der Ernst des Lebens fängt dann danach quasi erst richtig an. Und das ist auch nicht unbedingt immer so easy, wie das dann in der Schule war, sozusagen dann. Ja, wobei, ich sehe das auch so. Aber das heißt jetzt nicht, dass alles super viel schwieriger wird oder so. Nein, das meine ich auch nicht. Weil es ist halt auch einfach so, man wächst natürlich mit seinen Aufgaben, ne? Und klar. Je älter man wird, desto einfacher kann man auch dann Sachen, die einem früher noch schwer gefallen sind, halt dann bewältigen. Und von daher ist das alles machbar. Ja, machbar ist das auf jeden Fall alles. Aber wie gesagt, manchmal sehne ich mich zurück zur Schulzeit. Sachen keine Gedanken machen muss. So. So, dann machen wir noch eine Frage, würde ich sagen. Eine Frage noch. Bevor wir kurz einen kleinen Cut machen. Wolkenholly, Steffi _ P hat gefragt, vermisst ihr die anderen Chaoten schon ein bisschen? Ja, natürlich vermissen wir die anderen Chaoten schon ein bisschen. Auf jeden Fall. Wir wären natürlich auch jetzt schon gerne, wenn es die Zeit irgendwie zulassen würde, schon mit am Start. Aber werden wir auf jeden Fall alles ordentlich nachholen, wenn wir dann auch in LA sind. Oh ja, uns auch schon mega sowas freuen. Von. Und aber wir haben ja auch natürlich regelmäßig Kontakt. Wir schreiben und wir reden auch miteinander. Waren ja auch neulich im Hangout kurz. Nee, Quatsch, stimmt nicht. Nicht im Hangout, im Twitch-Stream. Ja, das stimmt. Und genau. Also. Ich hatte Angst, dass es hier irgendwann anfängt zu brennen wegen diesen Lianen. Also wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir uns wiedersehen. Ja, definitiv. Also wie gesagt, das ist ja auch gar nicht mehr so lange hin jetzt eigentlich. Und dann ist es schon weit. Also das wird eine coole Nummer. So, du kannst jetzt mal kurz angucken, wie ich mir das vorgestellt hatte mit dem zweiten. Ja, ich sehe es gerade schon. Ich mache gerade mal noch ein paar Fackeln drauf. Licht kriegen. So. So, dann ist jetzt hier auf der einen Seite das Ding auch fertig. Den Rest, würde ich sagen, machen wir einfach in der nächsten Folge weiter. Ja, von mir aus mach den zweiten noch. Ja, auf der anderen Seite natürlich auch. Ja. Ne? Ja, mach ruhig. Sieht schon ziemlich geil aus eigentlich. Ich feier das gerade. Projekt hier mit dem Krücken rundrum. Ja, das ist schon cool. Ich find's auch echt gut. Fällt's auch gut. Ja, wunderbar. Kann man so dann machen wir mal ein kleines Häuschen. Genau, ihr könnt ja auch sagen, wie ihr es findet. Ob ihr da irgendwelche coolen Vorschläge habt. Freuen wir uns natürlich auch immer drüber. Und genau, wir freuen uns natürlich auf die nächste Folge. Und danke fürs Zuschauen. Genau, bis dann, Freunde. Ciao.